Hallo, herzlich willkommen bei Live Bio. So, heute wollten wir euch mal ein aktuelles Video von der Tesla-Antenne Live Prana Echo vorstellen. Das ist die Antenne, die ich hier in der Hand halte. Das ist eine große Antenne, eine große Hausantenne. Das heißt, da ist die Empfehlung, zum Beispiel auf dem Dachboden stellen die Antenne, auf einem hohen Punkt vom Haus, weil das macht einen Energie. Feld, ein kegelförmiges Feld von oben nach unten, ein Kugelfeld, ein Torusfeld, mehrere Energiefelder werden da erzeugt von der Antenne und baut so positive Energiefelder, die dann gegenwirken können gegen eure disharmonischen Energiefelder. Hier zum Beispiel haben wir dann noch ein Orgon eingebaut. Wir haben hier eine spezielle Diskonderscheibe nochmal. Da ist nochmal ein offener und geschlossener Schwingkreis von beiden Seiten, was nochmal diese Skalarwellen-Energietechnik anzieht. Hologrammchips haben wir hier nochmal aufgebracht. Unter der Antenne gibt es verschiedene Energie- und Quantenlichtchips. Wir haben hier unter nochmal eine Scheibe, ja, das ist diese 40 cm Scheibe, diese Unterscheibe, die ist variabel, die könnt ihr drauflassen. Die könnt ihr aber auch mal wegnehmen, wenn ihr einfach mal das Potenzial oder die Potenz von der Antenne ändern möchtet, dann kann man zum Beispiel die Antenne so aufbauen, dass man sie ohne die Scheibe nimmt und die Scheibe dann vielleicht separat nutzen und am Bett legen oder einfach mal in den Raum aufstellen. Ihr habt wie immer bei Live Bio diese hochglanzpolierten 4 cm hohl Messingkugel, diese Messingstangen, verschiedene Magneten. Und das ist ein Bestseller, der über Jahre schon verkauft wird. Und der sehr, sehr gut ist fürs Haus. Auch hinter mir das Bild, das ist die gleiche nochmal. Die Tesla-Antenne Live Prana Echo. Und die baut wirklich, hier haben wir natürlich auch nochmal den Schwingkreisring, ja, hier eingebaut. Alles per Handarbeit. Dann haben wir hier nochmal einen Kristallrand. Das könnt ihr jetzt nicht so sehen, weil es weiß ist, aber hier ist das Kristallrand nochmal in der Seite eingearbeitet. Könnt ihr auf den Fotos nochmal euch angucken, da sieht man das nochmal genauer. Und was einfach diese Antenne macht, das ist diese Schwingkreistechnik, die zieht Skalarwellen an, Energiewellen, ja, modelliert die und führt die eurem Haus wieder zur Verfügung. Es baut positive Energiefelder auf. Übrigens kommt noch ein, da seht ihr hinten, ja, hier kommt noch so ein Blockbuster-Chip drauf, der auch nochmal sehr, sehr starke Potenzen hat. Ihr habt die MWO, Multiwellen, Lakowski-Ringtechnik verarbeitet. Also verschiedene Techniken, ja. Und natürlich wie immer bis zu 100 Informationsprogrammierungen auf die Antenne. Die schwingen permanent für alle Zeit und Ewigkeit ab. Ihr braucht da nichts nachladen. Ihr braucht das nicht wieder aufladen. Das ist einmal angeschlossen, programmiert. Und da es ja ein technisches Produkt ist, resoniert und schwingt natürlich die Antenne das permanent und dauerhaft ab. Ja, wenn ihr Fragen habt, also ganz einfach, ihr könnt natürlich auch in der Wohnung das Gerät aufstellen, auf dem Schrank. Und da baut es natürlich auch die starke Potenz, auch gerade in der Wohnung, wenn man jetzt in so einem Haus mehrere hat, die überall so ein WLAN-Gerät oder Handys anhaben, dann ist das natürlich nochmal besser, so eine große Antenne aufzustellen. Ja, also kann ich euch sehr, sehr empfehlen, die Tesla-Antenne Live Prana Echo. Wenn ihr noch Rückfragen habt, ruft mich dazu gerne an. Wir werden euch dazu versuchen, natürlich alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Rückfragen natürlich auch persönlich, immer direkt. Könnt ihr uns da anrufen und fragen zu unserem Produkt. Ja, danke, dass ihr jetzt mal zu der Tesla-Antenne hier dabei wart. Das ist wirklich ein fantastisches Produkt, was ihr lebenslang dann nutzen könnt. Und diese starken positiven Energien, die da aufgebaut werden, die sind wirklich hilfreich, damit man einfach dann in seinem Lebensumfeld eine Oase hat, ja, des Wohlfühls und wo man sich wieder auftanken kann, wo man zur Ruhe kommt, runterkommt. Und das ist das generelle Ziel auch hier bei Live Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, fürs Zuhören. Alles Liebe, bis bald.